vom idealen Herrscher erhielt schrittweise jene Eigenschaften, die die rumänische Gesellschaft im 19. Jahrhundert für ihre politische und nationale Existenz sich wünschte. Da kommen wir jetzt auf deine Frage hin, gell? Nationale Würde, ein gerechtes, strenges Regime, Ordnung im Inneren, Unabhängigkeit nach außen. Den Garant dafür sah man im symbolischen Fall, in einer autoritären Herrschaft. Da der rumänische Parlamentarismus zu einer Farce degradiert war, Vetternwirtschaft, Korruption und Pharisäertum das gesellschaftliche Leben beherrschten, wurde der Ruf nach einer starken Hand laut, um Ordnung zu schaffen. Und staune, kein geringerer als der Dichter Mihai Eminescu wurde zum ideologischen Begründer des rumänischen Nationalismus. Hätte ich nicht gedacht. Er appellierte an Cepeș, um diese alten, von ihm idealisierten Traditionen durch eine summarische und effiziente Gerichtsbarkeit wiederherzustellen. Da begann der Mythos, den wir kennen und der sich so gut verkaufen lässt. Bei dieser Einschätzung blieb es auch unter dem kommunistischen Regime. Geschichtsschreibung und Schule vermittelten das Bild eines Patrioten, gerechten Herrschers und Verteidigers der nationalen Unabhängigkeit. Vlad Cepeș stand bei Ceausescu in großen Ehren. Er, Julian, erinnert sich, wie ihrer Generation der walachische Fürst im Unterricht präsentiert wurde. Die, die in Rumänien Geschichte gelernt haben, sind wir gewissen, ich zitiere, Vlad Cepeș war ein tapferer Herrscher, der, obwohl er über bescheidene militärische Mittel verfügte, den zahlenmäßig überlegenen Heeren des Sultans ansehnliche Verluste verursachte und sie besiegt hat. Er war grausam und benutzte das Pfählen als Straf- und Exekutionsmethode. Er zog beispielsweise unsere Feinde, die Türken, auf den Pfahl. Vlad benutzte die gleiche Methode, um Diebe, Mörder und Landesverräter zu bestrafen. Sowohl die einen als auch die anderen erhielten, was sie verdient hatten. Beweis, während seiner Herrschaft konnte man einen Beutel mit Golddukaten liegen lassen, niemand traute sich, ihn an sich zu nehmen. Die Grausamkeit war somit erfolgreich. Das gesamte Volk beachtete das Gesetz. Es war eine effiziente, legitime und gerechtfertigte Härte. Zitat Ende. Das war ein Regime, ne? Ja, Cepeș und sein Bruder, die waren als Kinder auch beim türkischen Hof. Der Vater hat ihn in die Türkei den Osmanen verkauft. Nicht verkauft. Er hat ihn verkauft, der steht hier im Buch drin, er ist verkauft. Nee, Tigrit, das, was wir wissen, das ist das, warum ich den Zurecht mache. Das, was wir wissen, da ist kein Kernwahrheit daran. Wir wissen nur die Lüge. Es steht hier drin, es ist grausam. Der Vater hat seine Kinder verkauft. Weil er zwischen diesen beiden osmanischen und österreichischen Ding war, um an beiden gut zu sein. Er war ja abhängig von den beiden. Er war zwar Fürst in der Walachei, aber er konnte nicht so viel ausrichten. Und ohne die Ungarn und die Osmanen war er ja nichts. Aber das ist sinnvoller gewesen, als unter anderem Rüben hinzufügen. Und damit der Vater keine Strafe bekam, damit er weiterhin den Thron erhalten konnte, hat er seine beiden Kinder dem Osmanen verkauft, einen Tausch gemacht. Die Kinder sollten wieder wohlbehalten zurückkommen. So, da waren die Kinder beide noch klein und Vlad ist der Ältere, sein Bruder war kleiner und sein Bruder ist vergewaltigt worden und er auch. Sie haben zusehen müssen, wie sie die anderen vergewaltigt worden sind. Wenn ein Kind etwas gegessen hatte, was es nicht durfte, wurde es vergewaltigt. So wie wir das heute kennen. Damals war es an der Tagesordnung. Der Osmane hat, wenn eine Gurke im Garten gefehlt hat, es steht hier drin, wenn eine Gurke im Garten gefehlt hat, hat der Osmane den Menschen bei lebendigem Leibe aufschneiden lassen, um zu sehen, ob derjenige tatsächlich die Gurke gegessen hat. Das war das, was Vlad als Kind erlebt hat. Und sein jüngerer Bruder ist bei der Vergewaltigung verstorben. Das hat er mit ansehen müssen. Und dann hat er sich geschworen, das kriegt der Osmane zurück. Das steht hier drin, das, was wir wissen, das ist alles Lüge, totale Lüge. Deswegen meint das ganze Projekt immer mehr. Ich bin immer mehr begeistert davon.
Wobei ich denke, heutzutage kann man ja nach fast 600 Jahren nicht mehr ganz genau unterscheiden. Heutzutage kann man dieses Buch kaufen, Fräulein. Ja, aber das ist ja das ist nein. Würde ich sagen. Nein, das würdest du sagen, weil du es nicht kennst, genau. Befasse dich mit der Geschichte vom Herrn Dr. Kroner. Unsere Geschichte, wir kennen sie nicht. Viele, mein Vater weiß auch nicht viel, richtig. Warum Transsilvanien heißt, wisst ihr das? Transsilvanien, dann Wäldern. Ja, aber früher hat man gesagt, Transsilvanien Transit. Es ist bis zu heute die Transitstraße Europas. Und es war zu Vlad Tepes-Zeiten die sicherste, die es jemals gegeben hat in all den Jahren oder in den Jahrhunderten. Wegen den Fällen. Aber unsere Geschichte kennen wir nicht. Und das hier, das sind Chroniken, die Siebenbürger Sachsen unter Lebens, also wirklich, und sie werden dafür hingerichtet worden, aufgeschrieben haben und hinterlegt haben. Nicht in Siebenbürgen, in Österreich, in Deutschland, Nürnberg zum Beispiel, Nationalmuseum, im Germanischen Museum, da liegt ganz schön vieles auf, was wir wissen sollten und nicht wissen. Uns. Ganz, ganz schön viel. Und das hier ist auch so ein Buch, was vieles erklärt. Es ist sehr trocken natürlich, aber das sind wir. Das sind die Siebenbürger. Das ist deren Geschichte. Und das ist ein Teil Deutschlands eigentlich, weil wir sind Deutsche. Wir waren aus Deutschland damals und wir sind Deutsche. Ich hoffe, dich dein Thema auch praktisch so die eigene Idee.